Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Favoritstrom der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt anschließen und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Und der Wohnungsbau Ludwigsburg. Wir schaffen Räume. Seit über 60 Jahren. Guten Abend, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge des Stadtgesprächs aus dem Skala in Ludwigsburg. Zu Gast heute Abend in unserer Sendung ist Anne Marschner. Frau Marschner ist Center Manager des neuen Marstall in Ludwigsburg. Guten Abend, Frau Marschner. Guten Abend. Heißt es eigentlich Marstall Center oder Marstall? Zukünftig nur noch Marstall. Im Sprachgebrauch dann der Marstall. Ganz bewusst gewählt an der Stelle, um so ein bisschen zukunftsweisend zu sein. Es beginnt etwas Neues, etwas Modernes und Zukunftsträchtiges. Woher kommt eigentlich das Wort Marstall? Marstall bezeichnete früher die herzöglichen Reitställe. Und da wir gesagt haben, wir wollen irgendwo den Bezug zum Ort, zum Standort weiterhin auch noch bewahren und uns ja auch bewusst dafür entschieden haben, das in der Innenarchitektur mit umzusetzen, war es einfach die leichteste Variante zu sagen, neuer Name, indem wir ihn verkürzen, aber doch irgendwo der alte. Wie lange bauen Sie jetzt am Marstall? Also wir haben begonnen bereits letztes Jahr und da ging es los mit den ersten Entkernungsmaßnahmen. Also einmal alles raus aus dem Gebäude, was nicht irgendwo tragende Wand hieß. Von jedem Kabel über Aufzüge, über Fahrtreppen ist alles wirklich herausgeräumt worden. Rohbau, Abriss, das waren so die ersten Maßnahmen. Und dann ging es jetzt über in den Ausbau. Also auch wieder neue Wände hochziehen, um die einzelnen Mietbereiche, die späteren Shops zu schaffen. Und jetzt sind wir so langsam in der Endphase, wo es in Richtung Gestaltung geht, wo dann auch die schönen Dinge wieder zum Tragen kommen. Das heißt, die Gestaltung nicht nur im Innenbereich der einzelnen Shops, sondern auch die gestaltenden Maßnahmen, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Genau, also man muss da ein bisschen unterscheiden. Jeder einzelne Mietbereich, spätere Shop, baut für sich selbst aus. Da werden einzelne und eigene Shopplanungen erstellt. Da wollen wir gar nicht die Finger mit im Spiel haben. Wir kümmern uns eher um die allgemeinen Bereiche, also um Ladenstraße, Nebenflure, Außenfassade. Das sind so die Dinge, die in unserer Hand liegen. Rolltreppen, das dürfen Sie gar nicht sagen. Fahrtreppen, sonst sind die Techniker da immer ein bisschen krummelig. Ja, genau, auch dafür sind wir zuständig, richtig. Ende September soll der Marstall ja im neuen Glanz eröffnen. Sind Sie irgendwie im Zeitplan oder sind Sie außerhalb? Nein, wir sind vollends im Zeitplan. Wir haben da ja auch ein gesetztes Datum, auf das wir hinarbeiten. Und klar, es ist immer so, dass es mal eine Verzögerung gibt, die man aber durch entweder mehr Manpower wieder auffängt oder aber, wenn an der einen Stelle gerade aufgrund von weiteren Abstimmungsbedürfnissen nicht weitergearbeitet werden kann, dann geht es an anderer Stelle dafür umso schneller. Also man hat da immer auch zeitliche Puffer noch mit eingebaut, sodass wir also überhaupt kein Thema haben mit unserer Eröffnung. Arbeiten Sie eigentlich auch die Nacht durch oder ist das so im Ein- oder Zwei-Schicht-Betrieb? Ja, das ist immer abhängig von den einzelnen Phasen. Im Rohbau ist das natürlich nicht möglich, schlichtweg aufgrund der Lärmbelästigung, die dadurch entsteht. Jetzt bei den Ausbauarbeiten, wo es dann eher darum geht, mal eine Tapete zu kleben, eine Wand zu streichen oder aber die elektrischen Installationen in den einzelnen Shops, da kann man durchaus dann auch schon nachts arbeiten. Und klar, zum Ende hin wird es immer straffer und dann ja, wird auch über Nacht gearbeitet. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gibt einen genauen Eröffnungstermin. Geschieht die Eröffnung ganz unprätentiös, dass Sie einfach sagen, heute ab 9 Uhr ist geöffnet oder gibt es da irgendwas Besonderes zum Start? Es gibt immer eine Besonderheit. Wir werden am 30.09. 8 Uhr eröffnen und traditionell ist das bei der ECE so, dass es dann einen Banddurchschnitt gibt. Das heißt, man versammelt sich an einem der Eingänge. Das wird unser Haupteingang an der Kirchstraße sein. Und alle Bürger, die wollen, dürfen durchschneiden? Genau. Nein, das nicht. Also wer durchschneiden darf, das ist schon genau festgelegt. Aber einfach an dieser Zeremonie teilzunehmen. Auch der Oberbürgermeister wird mit vor Ort sein und wird noch Grußworte sprechen. Und dann schneiden wir gemeinsam das Band durch und dann wird ganz offiziell der neue Marstall eröffnet. Die Außenanlagen sind ja auch viel diskutiert worden. Es ist ja auch wichtig, dass sowohl von der Kirchstraße runter als auch wenn man von unten vom Schloss hochkommt, dass das ja sehr schön wirken soll. Mhm. Sind Sie auch da im Zeitplan?
Da müssen wir unterscheiden. Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass die Stadt gesagt hat, dass alles, das ganze Umfeld oder das größere Umfeld ist auch Revitalisierungsgebiet. Und an der Stelle, wenn wir ganz konkret jetzt aktuell über den Reithausplatz sprechen, ist die Stadt diejenige, die dort baut. Und sie hat im Vorfeld schon, bevor wir überhaupt mit den großen Maßnahmen begonnen haben im Center, zum Beispiel das nördliche Umfeld oder auch die Bietigheimer Straße saniert. Und für uns von Glück, dass das alles schon fertig ist, denn dadurch ist einfach die ganze Baustellenlogistik wesentlich einfacher. Unsere LKWs können anfahren, abladen, wieder wegfahren, ohne da wirklich jetzt aktuell noch Baustellen zu haben. Gleichzeitig der Reithausplatz, der jetzt gerade in Angriff genommen wird, wo erst in die Tiefe, man in der Tiefe die ganzen Versorgungsleitungen erneuert hat und jetzt so langsam das Pflaster auch wieder aufgetragen wird. Für uns natürlich schön, weil das die Maßnahmen in den nächsten Jahren einfach vorwegnimmt und dann, wenn wir eröffnet haben, solche großen Dinge nicht mehr geschehen. Das wäre immer das Schlechteste, was passieren kann, dass nach Eröffnung gerade vor dem Marstall nochmal aufgerissen wird. Da sollen ja Bäume hin, Sitzbänke, Brunnen. Ist dann überhaupt noch Platz für die vielen Besucher, die Sie täglich erwarten? Ja, unbedingt. Also es ist ja gerade schön, dass dieser Reithausplatz auch wirklich wieder ein Platz wird, ein städtischer Treffpunkt mit diesen Bäumen, mit den Brunnen, mit der Außengastronomie. Also zum einen sind es alleine auch unsere Gastronomen, die nach außen rücken und bestuhlen werden. Also da können wir schon die ersten Besucher in Empfang nehmen. Und im Marstall selber gibt es dann natürlich ausreichend Platz und Fläche, um zu shoppen, um sich zu vergnügen, um sich zu treffen. Ich denke doch. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir sind nach wenigen Minuten wieder für Sie zurück. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Regio-TV. Frau Marschner, wie wird das Bild des neuen Marstalls sein? Was wird inhaltlich geboten? Welche Geschäfte gibt es? Wir haben, was den Mieterbesatz, also die späteren Shops anbelangt, uns irgendwo drei Standbeine gewählt, mit denen wir zum einen den Nahversorger in der Innenstadt sein wollen. Denn wir sind nun mal wirklich städtisch gelegen, innerstädtisch gelegen, mit vielen Anwohnern drumherum und natürlich auch auf dem Marstall selbst. Das heißt, wir werden sehr stark in Richtung Nahversorgung, also Lebensmittel, Anbieter haben. Wir werden auch in dem ganz konkreten Fall den Tegut zu uns ins Haus holen, ein DM als Drogeriemarkt dazu, ein Reformhaus, Presse, Lotto, Metzger und Bäcker, was man also wirklich im täglichen Bedarf so alles braucht. Ein zweites Standbein sind dann ganz klar die Modeanbieter. Hier geht es sehr stark in Richtung Young Fashion. Da haben wir auch sehr schöne, starke Marken ins Haus holen können. Da kann ich unter anderem erwähnen den TK Maxx, den H&M, den Reserved. Also ganz starke, starke Marken, die man auch wirklich kennt. Und ja, das dritte Standbein ist dann eigentlich die Gastronomie, wo wir sowohl so für den Food Court das Prinzip gesagt haben, wir wollen die schnelle gastronomische Lösungen anbieten. Also man kommt und bekommt auch schnell sein Essen, kann sich zusammensetzen, egal wer was nimmt. Und aber auch die klassische Gastronomie mit eigenem Sitzbereich, die dann auch in den Abend hinein öffnen können. Es entstehen ja auch viele neue Arbeitsplätze im Marstall. Wissen Sie, wie viele? Es sind ungefähr, das ist immer nur eine ungenaue Größe, 600 bis 650 Arbeitsplätze, die entstehen. Nicht alle sind unbedingt neu. Wenn wir an den Saturn denken, der ja aus dem Bahnhof zu uns zieht, der nimmt natürlich auch sein Personal mit. Aber alle anderen werden dann auch entsprechend neue Stellen schaffen, neue Arbeitsplätze schaffen. Und wir haben dafür auch extra Ende Juli eine eigene Arbeitsmesse gemeinsam mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit hier gestaltet, die sich wirklich nur um die neuen Arbeitsplätze im Marstall gedreht hat. Sehen Sie den neuen Marstall als Konkurrenz oder als Ergänzung und Stärkung der Innenstadt? Ganz klar als Ergänzung.
Und man muss immer bedenken, gerade wenn man in Richtung letzten Herbst überlegt, wo das Milaneo oder das Gerber geöffnet haben, wo viele ja dann auch den Weg nach Stuttgart und nicht mehr nach Ludwigsburg gewählt haben. Die wollen wir auf jeden Fall zurückholen, wenn nicht noch ein, zwei mehr. Und Ludwigsburg muss immer in Gänze attraktiv sein, denn die Entscheidung, wo sie zum Shoppen hinfahren, die fällt zu Hause und nicht in Ludwigsburg selber. Und damit müssen wir, wie ich sage, eben in Gänze attraktiv sein. Und damit sind wir ganz klar eine Ergänzung und das wollen wir mit dem Angebot auch entsprechend darstellen. Die Gastronomie, Sie haben es eben schon angesprochen, wird ja in vielfältiger Weise im Marstall einziehen. Wird die denn auch an den Abenden geöffnet sein oder ist das reines Tagesgeschäft? Also der Food Court selbst, der im Marstall innen liegend ist, wird hauptsächlich oder wird bis 20 Uhr geöffnet sein, ganz klar auch wie alle anderen Shopbetreiber im Center. Und wir haben davon noch das andere Prinzip, eben der Gastronom mit seinen eigenen Sitzbereichen, konträr zum Food Court, mit Außenanbindung, der dann auch entsprechend bis in den Abend hinein, bis 22 Uhr noch weiter betreiben kann. Das ist zum Beispiel der Burgerista, ein neues Konzept auf dem deutschen Markt. Bei uns die zweite Filiale in ganz Deutschland, ein Burgerkonzept aus Österreich oder aber unser Eiscafé La Luna. Wie ist denn das Einzugsgebiet, das Sie adressieren? Sie haben, glaube ich, 25.700 Quadratmeter Verkaufsfläche bei 650 Parkplätzen. Im Vergleich zum Bräuninger Land ist das relativ wenig, aber es ist halt schon sehr viel. Sie müssen ja auch ein Einzugsgebiet definieren. Ja. Rein aus Ludwigsburg ist das sicher nicht zu stemmen. Genau. Also das Parkhaus, klar, ist das Ursprüngliche, was es auch schon immer gab mit 650 Stellplätzen. Auch wenn es im Vergleich zum Bräuninger Land kleiner oder weniger Stellplätze sind, immer noch das Größte in der Innenstadt. Und wir müssen aber auch bedenken, wir sind eben in der Innenstadt und damit auch fußläufig sehr gut erreichbar oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Wir konzentrieren uns im Einzugsgebiet ganz stark auf den Landkreis Ludwigsburg. Und im Süden bis, ich sag mal, Kornwestheim, der Norden von Stuttgart. Aber Stuttgart selber ist es dann eigentlich schon nicht mehr. Da müssen wir uns irgendwo auch realistisch aufstellen. Da hat Stuttgart sehr, sehr viel zu bieten. Und wir wollen jetzt einfach im Norden der Konträrpunkt sein, den man auch gerne anfährt aus dem ganzen Umkreis Ludwigsburg. Haben Sie mit Ihrem Angebot Rücksicht genommen auf das Angebot des weiteren ECE-Projektes im Bräuninger Land? Ja, ganz klar. Es hätte für uns keinen Sinn gemacht, eine kleine Variante, eine kleine Kopie des Bräuninger Landes zu sein. Das Bräuni ist das Bräuni und wird es auch immer sein. Wir eben mit der Ausrichtung auf den Innenstadt. Platz sind ja klar die Nahversorger an der Stelle, haben da einen größeren Fokus. Im Fashion-Bereich der Fokus eben auf Young Fashion, auf Sport aber auch gesetzt, um da so ein bisschen ein konträres und ergänzendes Angebot zu finden, dass es sich eben lohnt, auch zu uns zu kommen und nicht immer nur ins Bräuninger Land zu fahren. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Frau Marschner, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Viel Glück für die Eröffnung. Ja, vielen Dank. Das Marstall und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie uns eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein beim Stadtgespräch. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Favoritstrom der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt anschließen und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Und der Wohnungsbau Ludwigsburg. Wir schaffen Räume. Seit über 60 Jahren.